Hallo und guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe eine freudige Nachricht für Sie. Es ist Freitag, der 17. November, und ich freue mich, Sie heute hier an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen zu den Nachrichten für unsere und aus unserer Region. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Megional. Apropos freudige Nachricht. Die Stadt Wolkenstein hat allen Grund, sich zu freuen, denn hier steht ein Fördergeldsegen ins Haus. Wer schon mal durch den Ort gefahren ist, hat sicherlich an der Hauptkreuzung das ehemalige Hotel Goldene Sonne entdeckt. Das Gebäude ist allerdings schon ganz schön in die Jahre gekommen und stört mit seiner Außenansicht das Erscheinungsbild der sonst so beschaulichen Stadt. Dieses und weitere Gebäude werden in Kürze saniert. Mehr dazu hat Nicole Fugmann-Müller im Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Wolkenstein in Erfahrung gebracht. Wolkenstein hat eine wunderbare historische Altstadt, doch wenn man sich hier so umschaut, einige Sorgenkinder gibt es. Jetzt keimt hier Hoffnung auf in Form eines Fördermittelsegens. Herr Liebing, was ist denn da zu erwarten? Ja, zu erwarten ist, also wir gehen zum Ursprung zurück, wir haben ein Stadtentwicklungskonzept gemacht, was der Voraussetzung ist, wieder ins Förderprogramm zu kommen oder drinnen zu bleiben, das haben wir erreicht und jetzt haben wir Jahr für Jahr schon wieder einiges saniert und ja, wir machen weiter und man sieht es ja im Stadtgebiet, das gebaut wird. Was kommt an Fördermitteln konkret an? Also im Moment ist die Förderzusage bis zum Jahr 2021 von 4,2 bis 4,3 Millionen vom Freistaat Sachsen, worüber wir uns sehr freuen. Und das werden wir versuchen, in der historischen Altstadt mit den beteiligten Hausbesitzern und der Stadt als Eigentümer, natürlich auch vom Schloss, sinnvoll umzusetzen. Herr Bauamtsleiter, Herr Vogt, können Sie mal konkrete Projekte nennen, die damit bewerkstelligt werden können? Konkrete Häuser? Also bei uns teilt sich das auf in öffentliche, praktisch Häuser, die der Stadt gehören, und private und Institutionen. So haben wir hauptsächlich unser Schloss und mit seinen Schlossmauern, was wir instand setzen. Aber auch bei unserem Marktplatz sieht man das auch im inneren Bereich, viele private Gebäude. Und jetzt natürlich ganz speziell haben wir neue Projekte angefangen. Einmal die alte Pfarre und dann die Sonne, das ein Gebäude am Eingang vom Stadtzentrum ist. Das sind nicht alles bewohnte Gebäude, es sind zum Teil sogenannte Schandflecken, die das Stadtbild aber wesentlich prägen. Ja, gerade das Gebäude unter dem Namen Sonne, ehemaliges Hotel und Wohnhaus, ist seit vielen Jahren leer. Es war ganz schwer, dahin zu kommen, in die Chance der Sanierung hineinzukommen. Das heißt, man muss ja erstmal jemanden finden, der sich als auch privater Träger dieser Sache annimmt und dann wir diese Geschichte mit in die Förderung hineinbekommen können. Das heißt, Sie waren erfolgreich. Es gibt ja einen privaten Träger. Ja, wir haben zum Glück einen privaten Träger gefunden aus unserer Umgebung, also aus unserem Ort, der sich der Sache annimmt, der auch für seinen Ort viel tun will. Und mit dem arbeiten wir sehr eng zusammen. Das klingt schon ein bisschen konkreter. Gibt es denn da schon Pläne, was aus diesem Gebäude einmal werden könnte? Ja, es gibt ein aktuelles Projekt mit Bauantrag, dass sozusagen aus diesem Gebäude ein Wohnhaus wird mit 3 Wohnungen. Es sieht insgesamt sehr positiv aus. Und wir haben jetzt eine Förderungsvereinbarung aufgestellt, sodass der Träger freies Licht hat und seine Finanzierung jetzt sichern kann. Was ist denn für Sie die größte Herausforderung an dieser ganzen Aufgabe, Fördermittel zu bekommen? Ist ja schön, aber es hängt sicherlich noch viel Papierkrieg dran. Ja, also das ist ja noch der angenehme Papierkrieg, weil das Ergebnis ja ein positives ist. Also wir müssen die Jahresscheiben, das Geld kann in Jahresscheiben dann ausgegeben werden und wir müssen halt sehen, dass wir die Privaten, die eine Förderung möchten, und die städtischen Maßnahmen halt vereinbaren, natürlich immer. Und wir als Stadt natürlich auch unsere Eigenanteile schaffen. Also es muss immer koordiniert werden zwischen den Privaten, zwischen den Baumaßnahmen und zwischen den Geldern, die alle beisteuern müssen. Auch bei der Kirchgemeinde, weil der alte Pfarrer angesprochen wird, ja auch ein sehr kompliziertes Haus, was nie leer stand, was bewohnt ist, aber eine riesen Dachfläche hat, die der Denkmalschutz nie für eine Wohnbebauung freigegeben hat und somit zur Refinanzierung nie zur Verfügung steht. Kommen Sie denn mit dem Geld hin für die Objekte?
Also ich für jedes Einzelne dann schon, weil wie der Herr Vogt schon sagt, es wird dann für das Haus ein Projekt erstellt, Bauzeichnung eingereicht, dann wird es ja kalkuliert kostenmäßig und dann muss man sich an den Tisch setzen, ob jeder seinen Teil zusammenbekommt. Und wir hatten es ja auch gehört, dann, wenn unser Förderteil feststeht, muss ja der andere Teilnehmer noch sehen, wie er seinen Teil von einer Bank oder aus einem Privatportemonnaie, was hier nicht so der Fall sein wird. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, ob wir es vorhin schon ganz konkret genannt hatten. Wie viele Einzelobjekte profitieren von diesen über 4 Millionen? Naja, das kann man so noch nicht genau festmachen am Ende. Das hängt ja auch von den Anträgen da einmal an. Aber wir sind schon so bei 10 bis 14 Projekten, die dann am Ende profitieren können. Ja, und hier sollte auch noch erwähnt werden, dass ja seit der Wende dieses Programm in Wolkenstein läuft. Wie gesagt, man kann ja hier aus dem Büro schauen, sieht ja sehr angenehm aus. Und dass da weit über 12 Millionen schon reingeflossen sind. Was natürlich dann am Ende auch Nachfolgeinvestitionen nach sich zieht. Was halt vielen Handwerkern hier auch geholfen hat, über die saure Gurkenzeit zu kommen. Jetzt sind wir bei Handwerkern gerade in der Hochphase, also dass denn ihre Woche auch zu kurz ist, die da mehr Arbeitstage bräuchten. Und so hoffen wir einfach, dass das sich weiterhin fortsetzt hier und wir auch regional, also unser Handwerk einbinden, was wir ja machen. Gestern trafen sich in Annaberg 21 parteiunabhängige Bürger und Oberbürgermeister des Erzgebirgskreises, um in Form eines Positionspapiers die sächsische Landesregierung zum Umdenken zu bewegen. Mit großer Sorge beobachten wir die Entwicklung unserer Landespolitik, so die Einleitung dieses Schriftsatzes. Eine Politik, die nach der Einschätzung der Bürger und Oberbürgermeister immer mehr an den Bedürfnissen und Anforderungen der kreisangehörigen Kommunen, vor allem eben im ländlichen Raum, vorbeigeht. Dieses Empfinden scheint sich mit dem der breiten Bevölkerungsschichten unserer Region zu decken, was sich im Ergebnis der Bundestagswahl wiedergespiegelt hat. Eine Politik an den Menschen vorbei also. Harte Worte in Richtung Landesregierung und das, liebe Zuschauer, war nur die Einleitung. Mehr dazu erfahren Sie in folgendem Bericht. Große mediale Aufmerksamkeit für eine Veranstaltung im Ratssaal des Annaberger Rathauses. Das wundert nicht. Die Einladung war mit den Worten überschrieben: Bei erzgebirgischen Bürgermeistern brennt die Luft. Brisantes gemeinsames Positionspapier zur Landespolitik. 21 parteiunabhängige Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben sich dem Alarmschlag angeschlossen. Mit großer Sorge betrachten sie die Landes- und Finanzpolitik des Freistaates Sachsen im Hinblick auf die Kommunen. Im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger wollen sie dringend Änderungen erreichen. Die 8 Hauptpunkte des Positionspapiers lauten: Erstens, die Finanzausstattung der Kommunen ist nicht mehr ausreichend, um alle Aufgaben zu erfüllen. Vor allem durch die Einführung der DOPIG sind Belastungen in Form von Abschreibungen und Personalkosten nicht finanzierbar. Zweitens, politische Entscheidungen unseres Landes müssen mehr auf die Stärkung der ländlichen Räume und des Umlandes von Ballungszentren ausgerichtet werden. Drittens, Forschung und höhere Bildung darf nicht in den Ballungszentren enden. Viertens, es ist dringend eine grundsätzliche Änderung der Förderpolitik nötig. Notwendige Deckungsmittel für den allgemeinen Finanzbedarf müssen Vorrang vor einer Förderung haben. Das Vertrauen in die Kommunen ist daher eine zwingende Voraussetzung, die gelebt werden muss. In diesem Zusammenhang kritisierte der Oberbürgermeister von Annaberg-Buchholz, Rolf Schmidt, im Namen der anwesenden Amtskollegen die enorme Bürokratie bei Förderprogrammen. Wenn man sich dann vom Finanzminister einhauen lassen muss, dass die Kommunen schuld sind, dass sie kein Geld haben, weil sie die Fördermittel nicht abrufen, dann empfinden wir das schon als ziemlich dreist. Das sieht ja aus, als hätten wir keine Ahnung, das Geld zu holen. Uns fehlt es hinten und vorne und das kann nicht so bleiben. Das scheitert einfach vielmals an ganz vielen Dingen. An Rahmenbedingungen, an den Aufwand, der betrieben werden muss. Und ich habe deshalb mal zwei Ordnerräte mitgebracht, bloß dass man das mal visualisiert. Das ist eine Maßnahme, eine Straße zu bauen, eine kleine, eine kurze Straße. Das ist der Fördermittelantrag, dass ich mich richtig verstehe.
Das ist weder die Bauplanung, noch die Ausführung, noch die Abrechnung. Das ist ein Fördermittel einfach für den Bau einer Straße. Und das ist einer von drei offen. Die weiteren Punkte des Positionspapiers der 21 parteiunabhängigen Bürgermeister aus dem Erzgebirge, vorgestellt am 16. November. Fünftens. Ausreichende Personalausstattung im Bereich Bildung und Sicherheit ist notwendig für zukunftsfähige Strukturen. Sechstens. Die Einbeziehung der kommunalen Basis bei Entscheidungen ist mangelhaft und dringend zu korrigieren. Kommunalpolitik ist das Zusammenspiel aller Akteure. Siebtens. Die Abkoppelung des ländlichen Raums im Bereich der Verkehrsinfrastruktur muss gestoppt werden. Achtens. Die Vorgaben im Bereich Brandschutz gehen nicht mehr einher mit der notwendigen finanziellen und technischen Ausstattung. Die Unterzeichner verstehen ihr Positionspapier als einen ersten Impuls. In den nächsten Wochen und Monaten wollen sie das Gespräch mit weiteren Kollegen, den Verantwortlichen von Landkreis, Städte- und Gemeindetag, Landtagsabgeordneten sowie sächsischen Ministerien suchen. Generelles Credo ist dabei: Wir wollen nicht Front gegen den Freistaat machen, sondern ihm die Hand reichen, um kommunale Probleme wirksam und nachhaltig zu lösen. Haben Sie sich schon die ersten Gedanken gemacht, was Sie in der festlichen Zeit und eben auch in der Vorweihnachts- und Adventszeit so auf den Tisch bringen? Das interessiert uns übrigens auch brennend. Deshalb hier unser kleiner Aufruf an Sie. Jedes Jahr das Gleiche. Unser Körper reagiert instinktiv auf die kalten Temperaturen. Hungergelüste setzen ein und es wird deftig bis süß. Was gibt es bei Ihnen? Wir suchen Ihr Lieblingsessen oder Getränk zur winterlichen Jahreszeit. Ob backen, kochen, braten, mixen, die eigene Wintereiskreation oder Ausgefallenes. Überraschen Sie uns mit Ihren eigenen Kreationen. Senden Sie uns Bilder, Videos oder Rezepte an megional@mef-lein.de oder www.facebook.com/megional. Die Stadtverwaltung Marienberg meldet eine Straßensperrung in zwei Teilen. Am Montag, dem 20. November, kommt es im Laufe des Tages zur Vollsperrung der Dörfelstraße in der Ortslage Marienberg sowie zur Vollsperrung der Karlstraße in der Ortslage Gebirge. Grund hierfür ist bei beiden Maßnahmen das Einheben von Armaturenschächten durch die Erzgebirgische Trinkwasser GmbH. Bei der Sperrung der Dörfelstraße wird der Verkehr über die Industriestraße umgeleitet. Bei der Karlstraßensperrung, ja, dann großräumig über die B174 Ortsumgehung Marienberg und die B101 in Richtung Probersau. Beide Umleitungen sind ausgeschildert, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und die Vollsperrungen, die werden nacheinander und nicht zeitgleich stattfinden. Je Sperrung sind durch die ausführende Baufirma ca. 4 Stunden angesetzt. Und damit gebe ich ab zu dir ins Wetterstudio, Tobias. Auch diese Arbeitswoche findet hiermit ein Ende und das Wochenende steht vor der Tür. Und wenn jetzt noch das Wetterchen mitspielt, dann wäre es ja perfekt. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel über unserem Sendegebiet bedeckt oder wolkig mit einigen Lücken. Den Mond sehen wir trotzdem nicht, denn es ist Neumond. Ja, liebe Zuschauer, und trotz der großen Wolkenpräsenz müssen wir zum Glück nicht mit Niederschlägen rechnen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei nur 30%. Es bleibt also trocken. Was die Nachttemperaturen angeht, so liegen diese knapp über der Nulllinie. In Olbernhau stehen 0 bis 1 Grad in den Thermometern. In Marienberg werden ebenfalls 0 bis 1 Grad erreicht und in Schobau fahrt das Quecksilber bei 1 bis 2 Grad. Oben auf dem Kamm kann das Minuszeichen vor der Zahl auftauchen. In unsere Kältezonen wird es auf bis zu minus 3 Grad abkühlen. Der Wind hält Nachtruhe, er weht nur gering mit um die 5 km pro Stunde aus Süden. Morgen früh beim Besuch des Backwarenhändlers des Vertrauens begrüßt uns ein leicht bewölkter bis wolkiger Himmel.
Die Sonne liefert in der ersten Tageshälfte bis zu 6 Sonnenstunden ab, bevor es am Nachmittag zuzieht und die Wolken das Zepter in die Hand nehmen. Gegen Abend klettert dann auch das Niederschlagsrisiko von 30% auf 90% und es ist mit leichtem Schneefall im gesamten Sendegebiet zu rechnen. Also, wenn Sie draußen noch etwas zu erledigen haben, dann morgen Vormittag. Nun aber der Blick auf die Temperaturen. In Halbach gibt es bescheidene 0 bis 3 Grad. In Großrückerswalde am Flugplatz verharrt das Quecksilber bei minus 1 bis 2 Grad und die Griesbacher können sich schon mal auf 1 bis 3 Grad einstellen. Der Wind weht stark in Böen aus westlicher Richtung und das lässt die gefühlten Temperaturen bis auf minus 6 Grad fallen. Jetzt der Ausblick auf den Sonntag und die neue Arbeitswoche, liebe Zuschauer. Der Sonntag wird der bisher kälteste Tag. Wolkig ist der Himmel und gelegentliche Schneeschauer im gesamten Sendegebiet müssen wir mit einplanen. Bei minus 2 bis plus 2 Grad weht der Wind stark böig aus Westen und damit liegen die gefühlten Temperaturen bei minus 7 Grad. Am Montag setzt sich der Wettertrend weiter fort. Der Himmel zeigt sich bewölkt und immer wieder huschen leichte Schneeschauer oder leichter Schneefall über unser Sendegebiet. Die Temperaturen liegen bei minus 1 bis 3 Grad und bei einem stark böigen Wind aus Westen wird das Ganze wieder gefühlt frischer ausfallen. Tja, im weiteren Verlauf der kommenden Woche wird es dann noch kälter. Und damit zurück zu dir, Nancy. Na toll, frostige Aussichten. Damit sind wir am Ende der heutigen Nachrichtenausgabe angekommen. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht und ein erholsames Wochenende. Und schauen Sie doch auch mal in die neue Ausgabe des MEF-Wochenrückblicks rein. Wenn Sie wissen möchten, was in den kommenden Tagen so los ist, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in unser Sendeformat MEF-Kompakt. Am Montag begrüßt Sie mein Kollege Tobias Körner hier an dieser Stelle. Bis dahin, machen Sie es gut. Thank you.